Und ja, das sagen wir zu Blick, genauso wie vielleicht jetzt dann auch mal, weil mein Spielespeicher, ich habe mir 2 Terabyte vorgesehen gehabt und habe jetzt nur nicht mal mehr 500, 400 Gigabyte habe ich noch. Schön für euch. Und ich hau auch dennoch ab. Ja, au, 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 au. Und dann vielleicht wirklich noch den mein PC mal nochmal neu aufzusetzen. Einfach um ja ein bisschen Qualität zu verbessern. Und damit es schneller wird und eine andere oder eine zweite, neue, dritte ist dann Festplatte mit einzubauen, um da die ganzen Spiele zu speichern, plus eine M2, um einfach ein bisschen mehr Geschwindigkeit zu haben und dann meine SSD für Aufnahmetools und Programme zu verwenden, einfach das, was man dann so braucht, auch für das Studium dann, als die Grafikprogramme zum Spiel entwickeln, damit die dann auch einfach über die SSD laufen. Natürlich dann 3 Bildschirme, um gut arbeiten zu können. Was war denn der jetzt mit A? Kommen wir da irgendwie hoch? Bin ich gerade am Überlegen. Ah, okay, schauen wir mal kurz da hoch. Genau, um das einfach ein bisschen zu verschnellen, auch für meine ganzen für die ganzen Aufnahmen. Ich habe mittlerweile, lasst mich jetzt nicht lügen, aber von 4 Terabyte. Nein, falsch. Ach, schade. Und nochmal. Nein. Tot. Vom 4 Terabyte habe ich nur 1 Terabyte frei. Das sind jetzt auch mittlerweile 1,5 Jahre Videos. Gut, ich habe noch die Rohdateien von dem Video dabei drauf. Nein, das haut irgendwie gerade nicht hin. Da muss doch irgendwie so hochkommen. Und nochmal. Ich muss dabei nach rechts schauen. Okay. Einfach um da dann auch ein bisschen meinen Speicher zu hören. Also 4 Terabyte weiteren Spiele. 4 Terabyte dann Spiele und Programme ein bisschen. Und cool. Ich glaube, das war die, was man von der anderen Seite mal gesehen hat. Wo ich nie hinkommen bin, wo ich jetzt blöd war. Und. Genau, 4 Terabyte Spiele. Einfach um ein bisschen mehr Platz zu haben, auch für mögliche Updates. Und. Oh, okay. Sei doch die Bitch tot. Und 4 Terabyte plus die bisherigen 2 Terabyte, was jetzt von den Spielen belegt wird, für die Videos zu verwenden. Einfach um da ein bisschen mehr Speicher zu haben. Und ja, 2 Terabyte halt. Die eine halbieren für meine eigenen Daten, damit die auch ein bisschen mit drauf sind. Aber so habe ich es mir jetzt überlegt. Die M2 einfach, damit das ganze Ding noch schneller wird. Was eh schon ist. Und ich wollte eh schon immer mal M2 einfach mal schnuppen. Und ja, dann das Mischpult und dann Bildschirm. Dafür werde ich ja wahrscheinlich erstmal einen Monat lang arbeiten, bis wir das leisten kann. Aber das wird auch Setsche sein, was für den PC nicht zerkommen wird. Das Mikrofon werde ich wahrscheinlich noch behalten. Ich war schon überlegen, die Pro-Version mal zu kaufen von dem, was ich habe. Aber das mit dem Mischpult wird wahrscheinlich erstmal noch hinten anstehen müssen, als erstmal noch ein etwas größeres Speicherkapazität erhöhen. Naja, jetzt habe ich genug davon geredet.
und der neue Bildschirm. Jetzt gehen wir erstmal zu. Zu ist bei Kruger. Dein Reich komme. Mit Catelyn sprechen. Lisbeth, sie haben sie vor ein paar Minuten zur Röhre gebracht. Wo hast du gesteckt? Wir müssen sie retten. Stopp! Nicht! Zu spät, Faye. Ich werde Kruger eine Botschaft schicken. Dann müssen sie mich auch erschießen. Überleg dir genau, und zwar ganz genau, was du als Nächstes sagst. Sie ist nicht Krugers Tochter. Sie ist Caitlin Connors, meine Schwester. Ich glaube, du weißt das genau. Ich weiß nur, dass mich die Luft hier unten sowieso umbringt. Also bringt es doch einfach zu Ende. Bitte, Rebecca. Noah wird an einem Ort namens Kingdom festgehalten. Ich muss ihn befreien. Können Sie sie nicht vielleicht so lange irgendwo oben unterbringen? Dieser Kampf hat uns allen ziemlich große Opfer abverlangt, Faith. Sie kriegen, was Sie wollen. Ich gebe es Ihnen. Du hast bis morgen Zeit. Enttäusch mich ja nicht, klar? Ich habe einen unterirdischen Zugang für dich gefunden. Den Wegpunkt habe ich dir geschickt. Kuma sagt, du sollst da unten vorsichtig sein. Dieses Kingdom klingt nach einem üblen Ort. Ah, na, es juckt es doch schon auch schon. Faith, wenn du dich auf die Suche nach Noah machst, begleite ich dich. Ich warte an der Schutztür auf dich. Okay. Also lebt unsere Schwester doch noch. Gut zu wissen. Wir können da entlang, oder? Du solltest dich darauf einstellen, dass es zu Kommunikationsproblemen kommt, wenn du in die Tunnel kommst. Die Beat-Abdeckung wird so tief unten extrem begrenzt sein. Ich frage mich, wen das Konglomerat außer Noah noch da unten festhält. In den letzten Jahren sind eine Menge Leute verschwunden. Cool, da gibt's noch was zum Einsammeln. Wow. Okay. Das haben wir, und jetzt gehen wir einmal dann über. Da will ich hin. Und das andere Ding holen wir uns dann später irgendwann, oder? Doch mal, wenn ich offline spiele. Vielleicht spiele ich auch offline, wenn die. Wenn wir hier durch sind. Mal schauen. Naja, zwei Weile lang ruhig. Und das. Dein Reich komme, nicht das Reich komme. Dein Reich komme. Du konntest Rebecca überreden, Cat nicht hinzurichten. Sie hat dir außerdem versprochen, deine Schwester in einen Unterschlupf an der Oberfläche zu bringen. Wo sie. Hoffentlich bessere Luft bekommen. Cat ist weiterhin abweisend, weshalb sich schwer sagen lässt, wie sie über dich denkt. Ihr werdet euch weiter miteinander unterhalten müssen. Zuerst musst du aber nach Kingdom, um Noah zu retten. Ich verhaspel mich immer. Bin bereit, gehen wir. Icarus, ich weiß, dass dir Noah wichtig ist. Aber ich bin besser, wenn ich meine Runs allein durchziehe. Außerdem brauche ich jemanden, der hier bleibt und auf meine Schwester aufpasst. Bitte, kannst du das für mich tun? Isabel Kruger ist deine Schwester. Ja. Ja, ist sie. Bitte, Icarus. Ich traue Rebecca nicht. Hol ihn da raus. Mach ich. In Ordnung. Danke. Ich bin bald zurück. Ich hoffe nur, Rebecca. Plastik. Hier ist eine riesige Schutztür im Weg. Oh, warte kurz. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe nur. Tada! Wow, du bist wirklich der Geist in der Maschine, Plastik. Icarus. Der ist. Sie verbrauchen da unten jede Menge Strom. Ganz zu schweigen von den Datenströmen. Die Frequenz muss da ähneln denen der neuen Sicherheitsposten. Da muss irgendeine Verbindung bestehen. Die Reflection-Pläne noch mal genauer angesehen. Einige der zugrunde liegenden Algorithmen sind älter als ich. Und sie sind wunderschön. Hier geht's wirklich tief runter, Plastik. Hab ich gemerkt. Icarus ist irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, der will wahrscheinlich helfen. Ich hoffe bloß, wollte ich vorhin schon sagen,
das mit Rebecca ihm nichts antut. Nein, ich bin schon wieder zweigesprungen. Hakt die sich dann automatisch ein? Wäre eine Möglichkeit. Probieren wir mal. Ja, die hakt sie automatisch ein. Au. Aber wenn das nicht automatisch geschafft wurde. So. 22 Minuten, okay. Hast du gerade nochmal nachgeschaut, seit wie lange wir ungefähr jetzt gerade aufnehmen? Und das habe ich ja schon einmal gesagt, was jetzt noch, was ich jetzt noch geplant habe. Es ist gewaltig. Hey, ich habe rausgefunden, welchen Zweck diese Neuland kennt. Sie sind Mirrors für Reflection. Es ist ein vollkommen neuer Grid, der eine Verbindung zu jedem herstellt, der identifiziert wurde. Okay, wir verstehen kein Wort.